Einen wunderschönen Donnerstagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 hinter Kaifek mit den Geiern von Martin. Marvin, Susan und Sören sind natürlich auch mit dabei. Schönen guten Tag. Hallo. So, ich möchte gerne abgeschleppt werden. Kann mich mal einer holen, bitte? Was passiert? Ja, ich bin hier auf den Anhänger drauf gefahren. Ja, dann festgurten und dann... Ja, genau. Ob das geht, festgurten? Nee, ich glaube nicht. Dann brauchen wir, glaube ich, diesen Mod. Theoretisch kannst du es. Nee, ich glaube nicht, das geht nicht. Nee, geht nicht. Fahrzeug kannst du nicht. Nee, da brauchst du diesen Fahrzeugmod für. Was soll denn das wieder? Ja, du mach mal Handbremse rein. Sekunden. So, und jetzt. Mark. Wir haben jetzt ein Minimalgewicht auf der Vorderachse. Minimal. Dann pass auf, jetzt machen wir mal den hier. Nein, verdammt. Eieieiei. Das war mal eine schöne Firma. Also, die gehst du denn doch schnell hin. Heute in der heutigen Hinterkaifek-Folge zu Gast die Vögel. Wird präsentiert von Martin. Was soll das? Mann. Kommt ein Vogel geflogen. Ach ja, herrlich. Vögel sind schon was Tolles. Marvin, bist du gerade frei? Nein, Marvin sammelt Ballen. Okay. Es liegen zwar zwei auf dem Feld, mehr nicht, aber... Muss hier nicht normalerweise Arbeitsstellung geben? Nee. Da drückst du einfach nur U und dann geht er ab. Jo. Hat ich gesehen. Hat er gesehen? Hat er. Gib mir den Ball. Er klaut mir den aus der Maschine, ey. Hey, Marvin, wenn du Langeweile hast, dann kannst du mir hier gleich den Container immer voll machen und ans Feld bringen. Da brauche ich nicht jedes Mal hier ganz bis zur BGR hinfahren. Genau, Marvin. Tu was nützt dir hier. So, hör auf, mir die Beine zu klauen. Das sind meine. Mach mal Augen zu, was ist verdeint ist. Eieiei. Er nimmt, mal, was er, Leute hast du eingestellt, ey. Er nimmt den Dolly auch mit, was ein Trottel. Was für Dolly mitnehmen? Was wolltest du jetzt? Was sagst du? Was wolltest du jetzt mit Containern? Ja, hier hinten an der BGA steht der Gülle-Container. Ja. Den noch einmal wieder voll machen und dann zu mir da hinten ans Feld rankommen. Okay. Ich dachte, der Marvin nimmt euch auch Drogen oder so, ey. Ich weiß ja nicht. Die Drogen nehmen mich so. Was machen wir eigentlich, Mädels und, Jungs? Immer noch treffen. Was wir danach da drauf packen oder was? Nee, ich meine eigentlich so jetzt teammäßig. Reicht das für uns fünf? Oh, jetzt tankt er mich ab. Ich heul gleich. nicht dein Ernst, oder? Ja, ich hab gedacht, ich bin mit dem Trigger hier drin von der Mega. Also bei den Feldern und bei der Arbeit, meine Meinung eher weniger. Denk mal, du wird noch eine Weile beschäftigt sein. Jo. Wir können ja bei Danny und Marie mal anfragen, wie das da jetzt aussieht, wie weit die sind.
ist es? Da? Nö. Da ist es. Wer hat denn den Gülle-Container mit Lizard-Reifen genommen? Ja, das war so ein komischer Martin. Mann. Ich glaube, den kannst du, glaube ich, gar nicht anders nehmen. Sicher, da. Klar. Also Sören sagt, wir bräuchten noch Hilfe, ja? Wir brauchen dringend Hilfe, ja. Also. Was ich würde sagen, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Tja, ist die Frage jetzt. Was soll man? Die Milch müsste auch noch weggebracht werden. Die Eier müssen regelmäßig gemacht werden. Also wir haben Kartoffeln. Kartoffeln müsste gemacht werden, der BGA müsste dauermisch befüllt werden. Also eine Person auf jeden Fall. Minimum. Dann... Kaspar. Ja, Kaspar? Nee, ich bin kein Kaspar. Der spielt mit. Kaspar spielt mit, genau. Na gut, Marie und Danny weiß ich nicht. Das passt was ja auch. Was hat der Martin denn für Arbeitsgeschwindigkeit? 17. Wieso, schwebt da noch jemand vor? Ja, ich bin da überlegen, ob ich jetzt... Alter! Er fährt einfach ganz trocken rüber. Willst du mit allen sagen, du bist übers frisch angesäte Feld drüber geblasen? Nein, ist er, sieht man doch. Du kannst, die Spur kannst du genau sehen, wo er durchgeflossen ist. Nee, Junge. Ich krieg Anschluss, weil ich einen Feldweg nehme, der Gehweg ist, weißt du? Ich hab das ja selber angesät. Dann ist das okay. Einmal mit Profis arbeiten, nee, ehrlich. Ja, den IT-Runner würde ordentlich hin. Wenn Martin hier oben ist, du kriegst Trescher, ich sag's dir. So. Wolltest du ihn voll machen? So, jetzt nicht mehr. Achso. Jetzt kannst du auch in der Fahrt machen. Jetzt ist das suspekt. So Jungs, ich bin fertig. Wald ist abgeholzt. Na, aber nicht aufgeforstet. Nee. Ich wollte sagen, nicht aufgeforstet. Wir haben ja noch genug Arbeit. Ist ja nicht so, dass du arbeitslos bist. Was kostet dein Equipment? Ja, das bin ich jetzt gerade überlegen, wie viele Bäume wir brauchen. Eine Palette hat 20 Bäume. Reicht nicht. Nee. Da musst du mal so 200 rechnen, auf jeden Fall. Also 200 Bäume. Mindestens. Ich würde auch so schätzen. 100 Paletten wirst du bald. 10 Paletten. Ja, würde ich auch sagen. So 10 Paletten. Mindestens. Minimum auf die Länge. Ja, pass auf. Dann hol die 10 Paletten. Ich komme mit dem Autoload-Anhänger vorbei. Pack die hinten drauf und lade sie dir dann da hinten ab. Und dann holst du dir jetzt ja noch das Baumgedöns, Maschinengedönse. Ja, warte kurz. Ach, das selber nur schnell drüber raus, weg. Muss gucken, wenn das Geld nicht reicht, dann muss halt einer verkaufen von der nächste IT-Runner ist voll. Ja, die Milch müsste auch mal weggebracht werden. Da sind auch 27.000 Liter drin. Ja, was haben wir für einen Preis? Ja, vorhin war bei 1,3, glaube ich. Zu wenig, das lohnt nicht. Soll ich eben verkaufen fahren, Matt? Wenn du willst, nimmst du Johnny weg und verkaufst nur IT-Runner. Da hinterm Johnny hängt, der ist voll mit Rocken. Aber nur den Inhalt. Na. Ja. Ich verkaufe alles. Dieses Geblinke hier, also genial. Warte, Martin, warte. Könnte genau dran vorbeipassen. Nee, passt nicht. Doch, der Rest ist doch hier kontaktfrei. Kontaktfrei. Ja, der Rest hier, siehst du das? Der Rest ist kollisionsfrei. Achso. Wo kommt der Roggen denn hin? Futterhaus. Zum Verkauf. Futterhaus hier. Futterverkauf. Futterhaus. Ruff. Viehhandel, Fruchtverkauf. Ja, sag ich doch, Futterhaus.
Ja, so. Doch nichts mit Kollision, ne? Nein, hier nicht mehr, das weiß ich. Bitte fahren Sie im Kreis. Danke. Yep. Sieht echt toll aus, Martin. Ja, nützt ja nichts. Ist wie bei den Amis. Schade, dass der nicht weggeht. Ne, der geht nicht weg. Ja, geht nicht weg. Kann ich mir die Paletten gleich hinten reinmachen? Zwei Stück oder geht da bloß einer drauf? Eine geht nur drauf. Die Jägerhütte. Kannst ja so nicht wegmachen. Soll ich es mal versuchen, wenn ich mal Langeweile hab? Kannst du tun. Kettensäge ansägen oder was? Nö, selbst gerne bearbeiten. Map bearbeiten. Der kommt da rumgeschossen, ey. Wo ist Marvin? Beim Shop kam er eben rumgeschossen. Bei rumschießen kann nur Marvin sein. Ja, klar. Schießen und fliegen. Das ist mein Territorium. Ah, ich hab da heute andere Sachen erfahren. Heute andere Sachen erfahren? Ja. Ja, dass du ganz oft den Paul machst. Gerade wenn man wo du ganz schön viel zu kämpfen hattest, ey, der du mal reingefuchst hast. Ja, hör mal, die ersten paar Runden hat es immer so. Achtung, ich kaufe was. Oh nein. Oh, verdammt. So, jetzt noch die Paletten. So, Jauche ist auch alle. Ich komme. Ich erscheine. Bin auf dem Weg. Kommst du her oder wie? Ja, ich fahr grad zurück. Na gut, dann warte ich. Sonst da hinten steht auch noch ein Johnny am Feldrand. Anfang der Woche. Sören, kauft dir einen Traktor. Wir haben genug Geld. Ist fast leer. Hatten wir. Hättest du gemacht, hättest du einen Schlepper. Ne, dann wäre aber schlecht gewesen von Rest. Von daher, ich übernehme den. So, dann wäre nichts schlecht gewesen für den Rest. Alles gut. Was? Was? Minus für 4. Wir sind pleite. Juhu! Marc, kommst du vorbei mit dem Anhänger? Ja, ich komm gleich. So oft in einer Woche habe ich es ohne Sachen dürfen. Aber ehrlich. Und ich habe noch nicht mal was gekauft. Auch ein Bühnenanhänger. Ja, das stimmt. Juhu! So, warte mal, jetzt muss ich ihn einmal umstellen auf Paletten. Rundballen, Eierkartons, Baumwolle, runde Baumwollballen, Holzpaletten, Paletten. Da. Er quiekt schon wieder. Ja, da Pech jetzt. Ein Moment bitte. Guck mal hier, voll die Tiere. Was sind denn mit deinen Vögeln los? Sind so ruhig auf einmal. Ja. Hast du jetzt eine Decke drüber gemacht, ja? Nein. Die Zwischenwand rausgemacht, die müssen nicht mehr reden, die können jetzt andere Sachen machen. Die sitzen auf der Stange und gucken mir jetzt beim Essen zu. Ah ja. Die haben also Hunger. Was isst du denn, Hähnchen oder? Das hatte ich denen das letzte Mal angedroht. Ist doch nichts dran an so einem Wellensittich. Ja, so, warte mal. Arbeitsmodus. Gucken, ob er die nimmt. Ich hoffe es ja mal. Doch, ich glaube schon.
Ich hab's auch mit Zäunen, ehrlich. Jo, nimm doch. Aber wie folgt du? Schmeiß an das Ding, Martin. Marc, wollen wir denn gleich ausprobieren wegen dem Boden? Nee. Kommst du auch gleich gucken? Oder? Ach so, ja, ja, ich komm dann gleich gucken. Wir sind erstmal fertig für heute. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare. Und ja, wir sagen Tschüss und Bye-Bye, bis morgen. Ciao, ciao.